Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. Ja, und das Wetter ist nicht gerade sehr einladend heute. Es regnet und stürmt, aber das macht uns ja nichts. Ich habe heute ein paar Frühlingsblumen für dich. Ja, Osterglocken, also in der Art habe ich sie schon öfter gezeigt, aber eben nicht als Osterglocke. Und ja, vielleicht möchtest du dir den Frühling so ein bisschen ins Haus holen. Und ich zeige dir also mal, wie das ganz schnell gemacht wird. Ich benötige die Stanze Zierblüte, dann den Wellenkreis ein Viertel Inch und aus den Igbitis dieses Stanzset, dieses Kleeblatt ist das, glaube ich. Ja. Und ich stanze aus mit der Zierblüte zwei Teile, einmal in Osterglocke und einmal in Honiggelb. Kannst du natürlich auch anders machen. Dann mit dem Wellenkreis einmal in Osterglocke und dieses kleine Teil hier in Kürbisgelb. Dann brauche ich dazu das Stempelkissen Kürbisgelb und ein Fingerschwämmchen. Und jetzt wird das Ganze geinkt, das hellere ein bisschen mehr und das dunklere Teil einfach nur so ein bisschen am Rand und der Wellenkreis wird auch geinkt. So, das habe ich fertig. Dann nehme ich mir ein Falzbein und ziehe jetzt oder runde jetzt so ein bisschen die einzelnen Blätter. Dafür lege ich meinen Daumen mit dem Nagel genau ans Ende und ziehe das auch gleichzeitig so nach vorne, so dass da so ein einmal der Schwung für das Blatt entsteht und auch, das zeige ich dir gleich mal, ja, wie so eine kleine, ja, Erhebung, keine Ahnung, also dass da ein bisschen Leben reinkommt in das Ganze. Und dieses, das ziehe ich einfach nur so nach hinten. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann habe ich, wir haben ja diese tollen langen Zellophantüten. Da habe ich so eine, in diesem Fall eine Apfelstange in so einem kräftigen Grün drin. Und nun nehme ich hier mein Doppelklebeabreißband und klebe mir einen Streifen hier so auf eine Blüte drauf. Der ist jetzt ein bisschen lang. Und klebe jetzt die Tüte genau auf diesen Streifen drauf. Und gut ist es, wenn du den Verschluss nach unten setzt, dann kann derjenige das gleich rausziehen, ohne deine Blüte kaputt zu machen. So, und dann nehme ich mir halt die zweite Blüte, die hellere, und klebe mir jetzt auf die Rückseite zwei Streifen. Gut festdrücken. Und das setze ich jetzt so ein bisschen versetzt, so sieht das Ganze jetzt aus. Dann nehme ich mir den Wellenkreis und schneide den ja so bis zur Mitte etwa ein, gebe den noch mal so ein bisschen übers Falzbein, damit das Papier schon mal ein bisschen geschmeidiger wird. So, und jetzt nehme ich hier unseren Flüssigkleber und gebe mir einmal Klebe hier an den Rand und einmal hier an, also an praktisch an die Schnittstellen, einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. So, und jetzt klebe ich das Ganze so zusammen, sodass die Wellen so ein bisschen übereinander sind. Das ist ein bisschen schmierig, das Ganze. So, und das halte ich jetzt ein bisschen fest, damit es auch richtig gut anzieht. In der Zwischenzeit kann ich schon mal weitermachen. Dann nehme ich mir meine Prägematte und dieses kleine Kleeblatt in Kürbisgelb und meinen Prägestift mit der dickeren Seite und präge jetzt hier
diese kleine Blüte, indem ich so kleine kreisende Bewegungen mache und das in die Matte gebe. Und du siehst schon, da entsteht so eine kleine Blüte. So, in der Zwischenzeit wische ich mir mal die Finger ein bisschen ab. Ist hier mein Kleber so gut wie getrocknet. Und jetzt habe ich auf der Rückseite so einen Kegel, den will ich natürlich nicht haben, den kann ich ja schlecht aufkleben. Also ich halte jetzt nochmal die Klebestelle ein bisschen fest und drücke das Teil so auf meinen Tisch. So, und dann nehme ich nochmal meinen Prägestift und arbeite mir meine Fläche hier so ein bisschen aus. Und jetzt habe ich eine gute Fläche hier unten, die kriegt auch wieder ein bisschen Klebstoff. Und dann setze ich die mittig auf meine Blüte. Dafür kann ich auch wieder gut meinen Prägestift verwenden. Dann kann ich das nämlich damit nochmal gut eindrücken. So, und darauf kommt jetzt meine kleine Blüte hier. Dafür nehme ich auch wieder meinen Prägestift und drücke die da richtig schön rein. Ja, und jetzt lasse ich das Ganze antrocknen. Und zum Schluss nehme ich noch so ein bisschen hier von unserem tollen Spitzenband, weil das passt so super gut hier zum Stiel. Dann brauche ich aber auch nur so ein kleines Stück. Und das binde ich jetzt hier einfach drum. Das ist praktisch wie so ein Blattersatz. Aber du kannst natürlich auch Blätter dran machen. Gar kein Problem, so wie du das gerne möchtest natürlich. Ich gebe dir ja immer nur ein paar Anregungen. So, und dann schneide ich nochmal hier die Enden so ein bisschen in Form. Ja, und schon ist dein kleiner Frühlingsgruß fertig, den du natürlich auch zum Beispiel hier auf eine Schachtel setzen kannst. Ich habe das jetzt einfach mal so draufgelegt. Oder ich habe es ans Fenster gegeben und da habe ich zwei Blüten genommen und die so zusammengeklebt und habe jetzt von beiden Seiten eine schöne Blüte und das ist eine ganz süße Fensterdeko. Vielleicht machst du noch ein bisschen Grün damit ran und schon hast du ein ganz frisches Frühlingsfenster. Ach ja, das sind meine Goodies für meine Kunden. Die haben sie jetzt gerade, Teil habe ich schon verschickt, ein Teil wurde abgeholt. Also freut euch schon drauf und jetzt könnt ihr die gleich nachmachen. Ja, und das war's aus Quickborn. Ich sage schon mal schönes Wochenende und tschüss.